Sicher kennen Sie Bonjour Tristesse von Françoise Sagan, den Roman über die 17-jährige Céline und ihren Sommer an der Côte d'Azur. Oder Catcher in the Rye von J.D. Salinger über den 17-jährigen Holden Caulfield, der zurückschaut auf seinen Sommer in New York. Erst jetzt habe ich gemerkt, dass es noch einen dritten Coming-of-Age-Roman aus dieser Zeit gibt. Gidget heißt die Geschichte. Sie handelt von der 17-jährigen Gidget und davon, wie sie im Sommer in Malibu das Surfen und die Freiheit entdeckt. Der Roman ist mehrfach verfilmt und serialisiert worden. Geschrieben hat ihn Frederick Kohner, ein jüdischer Drehbuchautor aus Böhmen, der wie viele andere von den Nazis verfolgt und vertrieben wurde und sein Glück in Hollywood fand. Den Roman schrieb er 1956 für seine Tochter Kathy. Hannah Hesse hat die Geschichte jetzt neu übersetzt. In meinem 170. Buchtipp sage ich Ihnen diese Woche, warum es sich lohnt, in den Sommer von Gidget einzutauchen. Mein Name ist Matthias Zehnder. Ich gebe Ihnen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, jede Woche einen Lesetipp. Ein Buch, das ebenso intelligent wie unterhaltend ist. Diese Woche Gidget, mein Sommer in Malibu von Frederick Kohner. Dwight D. Eisenhower ist amerikanischer Präsident, Elvis Presley dominiert mit Heartbreak Hotel die Charts und auf den Buchbestsellerlisten steht Catcher in the Rye von J.D. Salinger, eine Geschichte über einen 17-jährigen Jungen. Zur gleichen Zeit entdeckt in Malibu unter der gleißenden Sonne Kaliforniens ein Mädchen das Surfen. Jeden Tag zieht es Kathy Kohner an den Strand von Malibu zu den Cooks, so nannte man damals die Surfer in Malibu. Es waren ausschließlich Jungs, sie lebten am Strand und trugen alle Spitznamen. Ihre Mission, das Reiten der Wellen. Es war, sagt Kathy Kohner heute, ein für ein Teenager-Mädchen äußerst verlockender Lebensstil. Sie kaufte sich ein Surfboard und setzte alles daran, die Kunst des Wellenreitens zu lernen. Das war 1956 keineswegs selbstverständlich. Surfer waren damals Sonderlinge und Mädchen standen ohnehin nicht auf die Wellenbretter. Kathy erzählt, dass sie jeden kannte, der ein Surfboard besaß, so wenige waren es. Die Surfer hielten zusammen. Kathy hatte eine neue Familie gefunden. Und einen neuen Namen. Eines Tages nannte sie jemand Gidget, aus Girl für Mädchen und Widget für Zwerg. Sie war damals nur gerade 1,50 groß. Eines Tages erzählte Kathy Kohner ihrem Vater, dass sie gerne eine Geschichte über ihre Sommertage in Malibu schreiben würde, über ihre Freunde, die in einer Strandhütte lebten, über einen der Surfer, in den sie sich bis über beide Ohren verliebt hatte, darüber, wie schwer es war, auf einer Welle zu reiten und wie beharrlich sie daran arbeitete, surfen zu lernen und von der Crew, wie sie Jungs in diesem Sommer nannte, akzeptiert zu werden. Nun ist Kathy Kohners Vater nicht irgendwer. Frederick Kohner war zu dieser Zeit ein bekannter Drehbuchautor in Hollywood. Kohner stammte aus Böhmen und hatte in Wien und Paris studiert. Das Filmhandwerk hatte er bei der UFA gelernt, wo er unter anderem zusammen mit Billy Wilder an einem Drehbuch arbeitete. Weil Kohner Jude war, wurde er von den Nazis verfolgt. 1936 gelang ihm mit seiner Frau die Flucht in die USA. Von da an arbeitete er in Hollywood. Als Kathy ihrem Dad vom Strand und den Surfen erzählte, war er fasziniert und versprach seiner Tochter, die Geschichte für sie aufzuschreiben. In nur gerade 6 Wochen entstand der Roman Gidget, The Little Girl with Big Ideas. Es war sein erstes Buch und es wurde zu einem großen Erfolg. 1959 und 1961 entstanden auf der Basis der Romanvorlage 2 Kinofilme. 1965-66 entstand eine Fernsehserie. Gidget wurde zum Synonym für Sommer, Freiheit und Lebenslust. Das Buch und die Filme halfen mit, den großen Boom des Surfens in den USA auszulösen. Heute ist Kathy 82 Jahre alt und liebt Malibu immer noch. Sie steht zwar nicht mehr selbst auf ein Board, treibt sich aber immer noch mit den Jungs am Strand herum. Der S. Fischer Verlag hat Frederick Kohners Sommerroman jetzt in einer neuen Übersetzung von Hannah Hesse
neu auf Deutsch herausgegeben. Das Buch beinhaltet nicht nur den Roman, sondern auch ein Vorwort von Cathy und ein Nachwort von Volker Weidemann, in dem er eine Begegnung mit der heutigen Cathy schildert. Die Geschichte selbst ist wie der erste Sommer eines 15-jährigen Mädchens in Malibu, leicht und lichtdurchflutet. Beim Lesen kriegt man ein Gefühl für Wind und Wellen, man spürt das Salz auf den Lippen und Sand zwischen den Zehen. Und dieses Ziehen im Bauch, die Sehnsucht nach Freiheit, wie man sie nur als Teenager kennt. Das ist dann auch der Grund, warum es sich lohnt, dieses Buch zu lesen, um einmal wieder dieses Ziehen im Bauch zu spüren. Gidget, mein Sommer in Malibu von Frederik Kohner, ist im S. Fischer Verlag erschienen und mein Buch der Woche. Lesen Sie gut!